Hallo, da bin ich wieder. Wir durchforsten dieses unheimliche Haus. Der alte Mann hatte vermutlich eine Menge getan, doch er zahlte den Preis. William. William Vespers Tagebuch, Auszug 17. Gestern war Mutters Tagebuch. Sie hat mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen. Ihre insektenartige Stimme und ihre Beleidigungen haben mich verrückt gemacht. Und dann, als ich schlief, das Klopfen, das Kratzen. Wo bist du? Luna? Du bist jetzt schon seit Nächten verschwunden. Ich bin aus dem Bett gesprungen und ins Auto gestiegen. In der Stadt habe ich dieses einsame Mädchen über den Bürgersteig stolpern sehen. Ihre Haare waren schwarz, eine Farbe, die ich verabscheue. Ich habe die Autotür geöffnet. Sie war betrunken und bis auf die Knochen durchgefroren. Also stieg sie ein. Das Messer lag unter meinem Sitz und ich hatte nicht die Kraft, es zu tun. Also brachte ich sie hierher zurück. Während ich das hier schreibe, sitzt sie gefesselt in Mutters Lieblingssessel. Oha, Psycho. Die Furcht hat sie bereits dazu getrieben, ihn zu verunreinigen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nachdem ich meine Maske aufgesetzt und die passende Bekleidung gewählt hatte, fing ich an, ihre Arme und Schenkel zu schneiden. Okay, es reicht. Es floss Blut, mir wurde schwindelig und ging nach draußen, um mich zu übergeben. Es reichte nicht. Luna reagierte nicht. In der Zwischenzeit verspotteten Mutter und ihr Schatten kam ich für mein Scheitern. Böses Kind, Schande für dein Blut, Schwachsinn, ich werde es euch zeigen. Hier sind so viele Türen. Okay, diese ist verschlossen. Der Mörder auf der Spur. Jemand hatte sich an dieses Psychologenbüchern, an diesen Psychologenbüchern abreagiert. Mann, ich brauche viel mehr Licht hier. Margaret war eindeutig die finstere Seele der Vesper-Familie. Margaret. Suche Quellen. Hier hat sich jemand versteckt. Der Ort schien verbarrikadiert zu sein. Hier geht's nicht weiter. Sie sitzt, sie steht. Okay. Die wird mich da nicht durchlassen. Henry. William, mein Sohn, dass du mit ansehen musst, wie ich jetzt abtrete, bricht mir das Herz. Ich bewundere deinen Mut und ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, dass du mich bis zum Ende als deinen Vater gesehen hast und nicht als Kranken oder Verrückten. Ich bin schlapp, meine Finger zittern und trotz allem gibt es noch so viel, was ich dir erzählen will. Der Tod ist schlimm, William, er macht uns schwach, feige, er nimmt uns alles. Doch zu sehen, wie du aufwächst, war stets eine Freude für mich. Danke dir bin ich nicht nur ein Mann, sondern ein Vater. Dank dir bin ich nicht nur ein Mann, sondern ein Vater. Ich hoffe, dir genug beigebracht zu haben. Vertrau deiner Mutter nicht, hör auf sie, sei, vertrau deiner Mutter nicht, hör auf sie, sei folgsam, aber vertraue ihr nicht. Mit deinem 20. Geburtstag wirst du zum Leiter der Vespa-Fabrik. Und auch wenn du dann noch jung bist, kannst du dich auf treue Berater verlassen. Hör stets auf Jack Winterstone. Du kennst ihn bereits und wirst es zu schätzen lernen, was für ein wertvoller Freund er sein kann. Dann wirst du frei sein von ihr. Ich muss jetzt schlafen. Und wenn du zweifelst, spiel Klavier. Ich werde dich hören.
Ich hatte das Gefühl, die Lichter meines Autos sehen zu können. Wo ist die Frau? Oha. Wow. Dies ist eine Einladung in den Tod. Ist hier Licht? Unberührte Nahrungsmittel. Jemand hat hier erst kürzlich gegessen. Was? Hier ist noch eine Tür. Nein, ich gehe da nicht rein. Muss doch hier ein scheiß Schalter sein. Okay, hier ist noch ein Raum. Da sind Streichhölzer. So dunkel hier. Brief von Dr. Resenthal. Liebe Margaret, ich kann nicht täglich die Anfälle Ihres Mannes behandeln. Wie ich Ihnen bereits sagte, sind Sie in diesem Stadium unvermeidlich und Sie werden noch schlimmer. Ich kann Ihre Sorgen verstehen, vor allem wenn ich die Verantwortung Ihres Mannes für das Vesper-Unternehmen bedenke. Genau deshalb empfehle ich Ihnen auch, die Vorkehrung für das Schlimmste zu treffen. Henry will nicht ins Krankenhaus. Mit seiner Familie in seinem Haus zu sein, ist Teil seines letzten Willens. Eines möchte ich jedoch noch einmal klarstellen. Syphilis steckt nicht in den Genen und wird vererbt, sondern sie wird von der Mutter über die Plazenta übertragen. Mit anderen Worten, sie überspringt keine Generation. Syphilis hat ihren Vater getötet, aber sie sind völlig gesund. Ihr Sohn ebenfalls. Die Vorstellung eines vererbten Geburtsfehlers ist eine Besessenheit, ein intellektuelles Konstrukt, aber nicht mehr. Sie sind offensichtlich erschöpft, sie sollten sich ausruhen. Dr. Rosenthal. Der Geruch des Waldes von draußen war eine unerträgliche Versuchung. Eine Karte des ersten Stocks, ein Problem weniger. Sehr schön. Wo bin ich? Ich bin im Badezimmer irgendwo. Okay. Da ist der Raum, in dem ich noch nicht war. Ganz unten links. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das ja nicht zeigen mit der Maus. Das sieht man ja nicht. Sonst ist hier nichts, oder? Offene Türen waren in letzter Zeit ein seltenes Gut. Haha. Ich würde das nicht benutzen, solange ich mich nicht absolut sicher fühlte. Die Toiletten waren nicht funktionsfähig, doch dem Besitzer schien es nicht auszumachen. Der kackt auch so in die Spülung. Okay. Handtuch vielleicht. Sonst ist hier nichts. Hinter der Tür auch nicht. Okay, ich werde den Raum verlassen. Begebe mich in diesen unheimlichen Raum. Ich werde ihn jetzt betreten. Kann ich noch irgendwo speichern, bevor ich sterbe? Es ist... Bin dich. Scheiße. Was nun? Oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder sowas Komisches. Mir läuft eiskalt den Rücken hinunter. Oder meine Arme. Was war das für ein Ort? Irgendetwas stimmte nicht. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit.
Licht an, Licht aus. Dieser Geruch, Zigaretten und Alkohol. Eine Bar oder ein Club. Wo geht's hier weiter? Okay. Der verdorbene Gestank von Illegalität, Armut und Einsamkeit. Where are you? Wo bist du? Ich fühlte mich immer schwindliger. Ich musste so schnell wie möglich raus. Ich auch. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Wo geht's hier weiter? Wie komme ich hier raus? Hä? Ich häng fest. Moment. Da ist nichts. Es kommt immer dasselbe. Ich habe keine Streichhölzer. Was soll das? Ist da was auf dem Boden? Hallo? Das muss die Hölle sein. Hä? Ich hänge fest. Tolle Sache. Setz dich doch mal. Vielleicht auf den Stuhl. Stuhl. Nein. Zum 100. Mal. Jetzt mach doch da was. So viel ist doch hier nicht. Hallo. Ja, schöne Sache hier, ist echt super. Soll ich jetzt in die Dunkelheit rennen? Das ist doch schwachsinnig. Hier ist nichts. Was? Na toll, ich hab mich verlaufen. Oh Mann. Das ist echt fies, ey. What? Selena, she's dead. Ruhe in Frieden. War es das, was sie wollte? Was für eine Verschwendung. Ruhm, Alkohol, Zigaretten haben noch jeden getötet. Thank you.
Ich hab's geschafft. Was? Verarsch mich doch nicht. Was ist das für ein Raum? Dieses Spiel ist sehr speziell. Ich beruhige mich einfach und singe ein Lied. Es war viel zu dunkel, als ich das sehen kann. Ja, mach Feuer. Ich habe keine Streichhölzer. Was? Ein Kind war hier viel zu lange eingesperrt gewesen. Ich fand die Zeitung eines Kindes. Wann war sie gemalt worden? Wenn ich Licht ausmache, kann ich dann Streichhölzer benutzen? Nein, kann ich nicht. Den Spuren auf dem Boden zufolge wurde das Bett oft bewegt. Ich habe keine Streichhölzer. Warum? Bücher über Astronomie, der Mond, Krater, Meere und Mythen. Hier wurde ein Kind eingesperrt. Ich brauche Streichhölzer. Mond. Was? Kann ich hier was bewegen? Von diesem Loch aus konnte ich nur den Mond sehen. Konnte das reines Glück sein? Okay, der Mond. Was sonst noch hier? Ich sehe keine Streichhölzer. Zumindest waren diese leeren Flaschen nützlich gewesen. Wozu? William Vespers Tagebuch, Auszug 4. Wenn der Mond die Nacht erhellt, hören die Schatten zu schreien auf. Daher betrachte ich Luna so oft es mir möglich ist. Ich spüre die Wärme in meinem Körper, ich rede mit ihr, damit sie noch etwas bleibt. Wenn ich nicht mehr einsehe, habe ich sie eine Zeit lang noch vor Augen, als verzweifelt sie in meinem Geist. Wahrscheinlich mag ich deshalb die Nacht lieber als den Tag, obwohl die Nacht mit all ihren Schatten so gefährlich ist. Und wegen Mutter, wenn der Mond sie töten könnte, wäre ich vielleicht gerettet und Luna könnte ihren Platz einnehmen. Ich bin erst 12 Jahre alt und möchte nicht im Dunkeln sterben.
Selbst gemacht, aber funktionstüchtig. Die Halterung des Bildes war schwach. Nochmal was? Oh. Die Sache wurde zunehmend düsterer. Selena. Oh. Was nun? Muss. Ein Kreuz. Die Sonne. Aber ich kann nichts machen. Ich kann gerade nichts tun. Ein Schlüssel wartet im Schatten, warte darauf, dass ich ihn finde. Hier ist doch nur eine Tür. Okay. Da hängt ein Haken. Bin ich. Ah, hier bin ich. Okay, ich habe wieder Streichhölzer. Ich fühle mich direkt wohl. Da sind noch welche. 6 Stück gibt sie mir. War der Mann im Spiegel wirklich ich? Ich sah aus wie ein Toter. Gelegentlich fühlte es sich so an, als wollte das Haus seine Würde nicht verlieren. Der Spiegel hörte die Tür, man musste nicht fragen, warum. Okay. Reinigungsprodukte größtenteils mit Staub bedeckt. Margaret. Ich fand Henry aufgebäumt in seinem Bett, splitternackt an den Laken festgeklammert, als wären es Ketten. Sarah kam rein und schrie, er ist besessen. Ich trug ihr auf, die Dienstboten zu wecken und nach Dr. Rosenthal zu rufen. Sie war nur zu froh, das Zimmer verlassen zu können. Ich trat nah an Henry heran. In der Dunkelheit sahen seine Augen aus wie 2 Quecksilberkugeln. Die Augen seines Sohnes, auf der ganzen Brust hatte er Kratzer von seinen eigenen Fingernägeln. Er griff nach dem Ärmel meines Nachthemdes und zischte. Da bist du ja, Hure! Er zog mich an sich, an sein obszön geschwollenes Gemächt. Oha! Die Vergangenheit und die Gegenwart waren eins und zeichneten mit einer dunklen, blutigen Linie die Zukunft vor. Er war verloren. Ein ruinierter Mann, wie mein Vater. Ich war verdammt. Gott hatte mir den Rücken zugekehrt.
ein zerbrochenes Glas wegen eines Sturms oder einer Auseinandersetzung. Okay, das hatte ich. Ein Schrank. Art von Instrument, das jede Frau vor dem Spiegel benötigt. Eine Bürste. Noch etwas Nützliches hier drin. Nein. Okay. Was soll ich mit der Bürste? Hallo? Lichtschalter. Okay, mach wieder an. War der Mann im... Okay, das habe ich schon. Lauf! Lauf da! Lauf! 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 Wo ist die? Die ist jetzt da. Ich möchte jetzt gerne irgendwo speichern. Wo war ein Speicherpunkt? William und Henry Vesper und sein Sohn. Mal kurz nach oben. Ich scheiß mir gerade in die Hose. Ich laufe wieder im Kreis. Okay, liebe Leute. Ich bewege mich auf einen Speicherpunkt zu, den ich nicht sehen kann. Ich weiß, ich hätte oben speichern können, aber ich bin gerade ein bisschen gestresst. Fuck you, Mann, ey, Entschuldigung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, einmal liken, einmal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten viel Spaß in eurem Leben. Ciao, ciao.